Hallo und herzlich willkommen zu unserem interaktiven E-Training. Das Training besteht aus Modulen, die Sie in beliebiger Reihenfolge durcharbeiten können. Seit diese Sache mit dieser DSGVO in der Welt ist, drehen alle durch. Wie soll denn da eine Behörde arbeiten? Gerade hier im Einwohnermeldeamt habe ich ja permanent mit irgendwelchen persönlichen Daten zu tun. Ich bin gerade dabei, einige Wohnortanmeldungen weiter zu verarbeiten. Und da ist mir eine Frage gekommen. Darf ich das eigentlich noch so ganz ungefragt? Oder müssen wir jetzt eine explizite Erlaubnis des Bürgers einholen? Ich habe da so ein paar Kollegen aus anderen Dezernaten, die auch Fragen zu diesem Thema haben. Vielleicht können Sie denen weiterhelfen. Stimmt genau. Die DSGVO, wie sie abgekürzt heißt, regelt die Verarbeitung personenbezogener Daten, die in einem Dateisystem abgespeichert werden. Man hört ja immer, Datenschutzbeauftragter hier, Datenschutzbeauftragter da. Die Bestellung eines Datenschutzbeauftragten ist für jede Behörde Pflicht. Wichtig sind eine berufliche Qualifikation, ausreichendes Fachwissen und die Fähigkeit zur Erfüllung seiner Aufgabe. Nun haben Sie alles gelernt, was Sie brauchen, um den Abschlusstest meistern zu können. Sind Sie bereit?